Möchte sonst noch jemand etwas sagen? Hängt nicht so an Details. Glaubt an mich. Was immer ich auch tue, tue ich zuerst für Allah und dann tue ich es für uns. Und das ist genau das Problem. Du tust Dinge und wir warten nur. Du handelst und wir sehen nur zu. Und all diese Leute, sie sind hier, weil sie mit dir gemeinsam den Weg Allahs gehen möchten. Aber du siehst uns gar nicht, hörst uns nicht, bindest uns niemals in irgendetwas ein. Aber das Schlimmste ist, dass du uns nichts mehr erzählst, Abi. Würde dir was zustoßen, wüsste hier niemand davon. Das ist unsere wirkliche Sorge. Kam euch diese Sorge erst in den Sinn, als der Zeitpunkt für den wahren Kampf gekommen war? Oder lehnt ihr euch etwa gegen Allah auf? Natürlich nicht, Simavi. Dieser Weg ist hart! Dieser Weg ist lang! Und er ist voller Hindernisse! Am Ende dieses Weges gibt es den Tod und das Leben! Es gibt die Hölle und das Paradies! Ich sagte es am ersten Tag. Entweder geht ihr diesen Weg mit mir zusammen, oder ihr werdet die Seite zurückgelassen werden. Ihr habt die Wahl.